aufgrund von letztem Mal, was ich erklärt habe, über die Nervfunktion, aber noch nicht richtig zugeordnet. Versuche es mal heute in Durchlauf vorab zu erklären. Hier ist der Input oben links, ja, von mir aus oder von euch wahrscheinlich auch. B und U heißt bewusst und unbewusste Wahrnehmung. Wie nehmen wir wahr, also Input, durch Buchformation, Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten. Und durch Nervenformation, und zwar über den Nerven N und Nervenbahn. Ja, Kopf können wir nicht wahrnehmen, weil sie sind ein geschlossener Bereich, die von außen nicht beeinflussen können. Soweit. Alles, was Input kommt, kommt erstmal in Wissensspeicher. Warum in Wissensspeicher? Weil bewusst und unbewusste Information, sie kommt nicht hier, sie muss erstmal zugeordnet werden. Weil wenn das nicht zugeordnet wird, dann wird man auch nicht weiß, womit man reagiert. Die Zuordnung basiert sich unter Scheißwissen ein Erlebnis, das heißt eine Aktion, die reinkommt an A. Die Aktion ist etwas, was für das Leben, für eigenes Leben, Überleben und Fortpflanzung betroffen. Was aber sowohl Aktion als auch Reaktion enthält. Auf der Sicht des Betrachters, die vorher an Aktion ist, der Sicht des Betroffenen. Immer. Ob das A oder ob das R, alles wird an A definiert zuerst einmal. Die Erfahrung ist A und R zusammen. Die später nennt man auch eine sogenannte Dynamikmuster. Aber um Dynamikmuster anzulegen, die bekommen erstmal an Erfahrung A und R. Das heißt, Dasein und Nicht-Dasein. Es gibt keine Dasein ohne Nicht-Dasein. Das sind sogenannte Tatsache oder Wissenbereich. Und die beide wird von der Arbeit resident abgerufen. Werde die Arbeit resident abgerufen von A, Aktion. Wenn sie Aktion aufgerufen, dann ruft sie auch sogleich auf dem Gedächtnis. Der Gedächtnis selbst, sie wandert um von Aktion und Reaktion in eine Dynamikmuster. Diese Dynamikmuster entsteht fünf verschiedene typisch. A und A gleich D. Plus minus A und R gleich D. A und plus minus R oder die beide plus oder plus minus D gleich D. Das heißt, der die Dynamikmuster, sie wird ständig aktualisiert und verändert sich immer in den ganzen Kopf. Das heißt, diese Verknüpfung, die man sich miteinander machen, man kann nicht nur einfach Umwandlung von A und R, sondern auch die Verknüpfung zwischen D1, D2 und noch mehrere. Oder plus minus D1 und plus minus D2. Und alles setzt zu D. Das heißt, die Plus-Minus da vorne ist eine aktuelle Datenmuster. Ja? Jetzt, wenn sie abrufen, sie kann nur D abrufen, die das vorhanden in dem Gedächtnis. Dieser Vorhandensein von dem Gedächtnis, Autodynamikmuster, die in gelben, Aktion und Reaktion. Dynamikmuster minus Aktion gleich Reaktion. Wenn aber Dynamikmuster minus Reaktion gleich Aktion, die noch ein bisschen kompliziert. Das heißt, ermöglicht, dass wir auch einen Angriff
starten, anstelle zu reagieren. Das sind aber eine Variante. Aber Basis besteht nur, wenn du die Daten wahrnimmst, unterscheidet dir zwischen Aktion, also an Betroffenen, oder Aktion und Reaktion zugleich an Betrachter. Wäre aber an Betroffen sein, also A, komm rein, A plus A oder A plus D gleich plus minus D. Also aktualisiert sie damit. Wenn die aktualisiert sind, dann kehrt die zurück von D plus minus zurück zum Gedächtnis. Und in dem Gedächtnis setzt die D plus minus, also Punkt 5, zum D wieder. Das sind die Arbeit für diesen Bereich. Gleichzeitig, wenn die Dynamikmuster minus Aktion kommt gleich Reaktion auf. Und diese Reaktion geht durch den Output wieder raus. Soweit hat euer Überblick. Ich hoffe, dass du verstehst. Okay, oder wie sieht das aus? Noch nicht so detailliert. Also klar, Input ist klar, Wahrnehmung bewusst, unbewusst. Ja. Das ist okay. Das ist einfach. Denn die Datenzuordnung, Erlebnis, also betroffen sein oder Erlebnis als betroffen sein und Betrachter. Ja. Also man sieht was und ist zwar nicht direkt betroffen, aber eben indirekt schon betroffen, weil man das ja wahrnimmt. Ja, wenn die Betrachter ist, dann reagierst du ja nicht, sondern nimm du nur auf und aktualisiert deine Datenmuster. Und dann Gedächtnis, das ist das letzte Teil, Gedächtnis, Umwandlung, Aktion, verschiedene Varianten, was Ja. passieren kann. Das habe ich schon verstanden, aber wie detailliert jetzt Das heißt, festgelegt ist. diese Bild, wenn euch veröffentlicht, wenn euch wieder bekomme oder gespeichert hat, nach und nach zu gucken und test mit dem Ereignis am Tag, dann wirst du darauf kommen. Ach, so meine ich damit. Dynamik Okay. Muster. Und jetzt zum Beispiel dass der Input und Output, da geht nur die Arbeit, geht nur um die Arbeit Resident. Gedächtnisspeicher und Zwischenspeicher, die steht immer in diesen Klumpen. Input-Daten, Zwischenspeicher, geht zum Arbeitsresident und dann geht zum Gedächtnisspeicher. Auf anderen Seite geht zum Output. Jetzt, sorry, Unterschied zwischen Zwischenspeicher und Arbeitsresident. Ja, die Arbeitsresident, sie setzen nur um. Sekunde, wo war ich? Also Handlung. Ja, die Arbeitsresident, sie mag nur, wenn A reinkommt. Prüft du danach, also hol die da raus, die D, die passende D. Die passende D ist doch im Grunde genommen D minus A. Was kommt dabei raus? Reaktion. Okay? Pardon, könnte es sein, dass die Arbeitsresidenz sowas wie eine CPU ist, also im Computer? Ja. Ein Zwischenspeicher ist RAM und Gedächtnis ist Festplatte. Ja. So Pi mal Daumen. Ja, so Okay. ungefähr. Also die Zwischenspeicher, sie ist nur dafür da, die Zuordnung. Und deshalb sehr viele bei der bewusst und unbewusst
die hängen, meistens die unbewusste. Man nimmt uns zwar wahr, aber auch man hat aufgenommen, aber nicht wahrgenommen. Nicht ausgewertet. Ich sage, die sehen, ohne gesehen zu werden. Dadurch, durch den Jahren, ermöglicht, dass diese unbewusst endlich mal verarbeitet. Wenn aber unbewusst so viel, kann sein, dass sie auch mit dem Bewussten dazu kommen, dann macht die Datenzuordnung an Erlebnis. In dem Moment führt das so, dass die Datenmüll, die eigentlich nicht zusammenhang, sagen wir den Rest von B und U, sei vorgestern. Aber A ist ein bewusst und unbewusst von jetzt, hier und jetzt, also die Input. Somit zusammen mixen an A. Das heißt, die A ist nicht aktuell, sondern veraltet. Und durch die veraltet, kommen die rein in Arbeitsresident, dann holen die passenden Dynamikmuster rein und dann falsch reagiert, weil nicht passenden ist. Das sind alle Probleme, psychische Probleme. Wenn du diese Schaltbahn hast und geht danach mit dem Problem, dann weißt du, ob die A identisch ist mit der A. Oder die A ist mit AR dabei. Dann muss aussortiert. Dann weißt du auch, wer was psychische Problem, welche Konflikt, welche Gedanken, was sie das hat. Die A nur was bedrohlich, wofür oder wogegen, Lehm, über Lehm und Fortpflanzung handelt, der Input. Dann kann man reagieren. Wenn ich sage, du bist ein böser Mensch, ja, weil die Büse für dich ist, du hast schon längst, ja, es gibt Leute auch, die gut sind und nicht böse. Bin ich lieber böse, dann will man mit mir nichts zu tun. Also für mein Leben ist besser, wenn ich ein böser Mensch ist. Somit zu meinen Gunst. Also, dann setze ich A an, dass ich böse bin. Dann kommt die Reaktion, freue ich mich an Reaktion. Weißt du, mein Gunst, mein Leben und Überleben ist. Wenn eine Frau zu mir sagt, ich liebe dich, was kriege ich, wenn eine Frau zu mir sagt, ich liebe dich? Ganze Menge. Also zu meinen Gunst. Somit die Aktion, sagt sie, ich liebe dich, meine Reaktion dementsprechend. Entweder ich kann was sofort holen oder ich kann mich freuen. Und dieser Schallplan, die Nervenfunktion ist dafür da, um verschiedene psychische Probleme danach zu gehen und dann wirst du merken, oh, wo liegt die Schuhe? Wie man reagiert. So, soweit noch? Hat jemand noch Frage? Hallo. Ich habe eine Frage. Und zwar, wenn man zum Beispiel einen Unfall sieht, ist man ja eigentlich doch auch nur Betrachter, aber es gibt doch trotzdem auch eine Reaktion. Ein Schock oder irgendwie sowas, oder? Wenn man was? Wenn man einen Unfall sieht oder irgendwas Schreckliches sieht. Ja, aber in dem Moment, du hast doch die Zuordnung. Falsch. Aber wenn du Unfall siehst, hat mit dir nichts zu tun. Aber du hast die Datenzuordnung falsch, wie ich schon sagte. Du hast die Datenzuordnung an, ob, wenn du passiert wäre. Das sogenannte Mitgefühl. Okay. Dann ist das, ja, okay. Macht Sinn. Und die meisten, wir mussten unser Vaterland schützen. Was bedeutet Vaterland? Ne? Wie viele Menschen dadurch ihren Leben gelassen, weil sie daran glauben, dass das Leben, Überleben und Fortpflanzung
ihr das benachteiligt ist, wenn sie nicht tut. Also dann reagiert sie, indem sie in Krieg sehen. Ich habe schon mal jemanden gehört, wenn irgendwas ist, ruf an, aber nicht mich. Kennst du sowas? Da muss Sergeant fragen. Er kennt das. Oder wenn jemand mich anruft und sagt, was kann ich für Sie tun? Ich tun für Sie. Oder mache ich umgekehrt, was kannst du für mich tun? Dann legt er einfach auf. Das sind Dinge, dieser Schallplan kann du so viele Dinge machen, Umgang mit dem Menschen, psychisch ist der Mensch. Dafür habe ich angefertigt. So, die nächste, wer möchte noch fragen? Also, verstehe das jetzt so, ich kriege Informationen und je nachdem, nochmal. Ich bekomme Informationen, mein Zwischenspeicher, und je nachdem, wie ich die auswerte, ob ich die jetzt, sag jetzt mal, einfach positiv oder negativ bewerte, gehen die in bestimmte Kategorien. Ja. Negativ wäre, ich werde krank oder ich beschäftige mich damit oder belaste mich damit. Und negativ, positiv wäre, oh toll, es geht mir gut, ich habe etwas davon, wie auch immer. Und kann natürlich positiv reagieren. Und so dementsprechend wird das dann in diese Buchstaben unterteilt, je nachdem, wie ich das auswerte. Positiv oder negativ, jetzt mal einfach gesagt, so ungefähr. Meinst du das so? Ja, meine ich damit. Das ist richtig. Also es gibt die Zwischenspeicher. Das Problem mit den Zwischenspeicher ist die Zuordnung. Das Problem, was die Meplei vorhin gefragt hat, die Existenzangst, Existenzängste, das ist nur eine Wahrscheinlichkeit, aber nicht die Wirklichkeit, weil der Existenz nur bedrohlich, aber ist noch nicht gegenwärtig bedrohlich, sondern es wird bedrohlich. Es könnte. Dayasat würde sagen, wenn die ein bisschen in Gegenwart leben, dann hat sie weniger Probleme. Und Existenz geht noch um Leben, Überleben und Fortpflanzung. Also mit anderen Worten, ein Gerücht kann mich fertig machen, aber muss nicht, weil es nur ein Gerücht ist. Ja, weil du an Erlebnissen definiert oder zugeordnet. Sicher betroffen. An Betroffen zugeordnet. Wenn du an Betagter zugeordnet würde, passiert sehr wenig. Das ist der erste Punkt. Der falsche Dateizuordnung liegt daran, sehr viele unbewusste Daten, die du Tag ein, Tag aus wahrnimmst, aber nie verarbeiten kannst. Weil du die bewusst und unbewusst, du nimm nur die bewusst und unbewusst, also durcheinander zuordnen. Wenn du nichts zugeordnet hast, dann bleib wie ein Dateimüll, wartet auf zu bearbeiten. Das wäre ja auch interessant, denn wenn man das zum Beispiel mit Glauben und Wissen, also wenn ich etwas glaube, kann es wahr sein und ich kann mich damit fertig machen oder kann mir gut tun oder auch nicht. Aber wenn ich es überprüfe, dann weiß ich es und dann kann ich dann damit anders umgehen. Ja, probieren es aus. So, die nächste. Hat jemand noch Frage? Bitte tut dich nicht. Wie sieht aus? Also, Bambini? Hat keine Frage noch, danke. Bleibe nicht, John.
Habe auch keine Frage. Aha. Schildkröte? Nein, ich habe keine Fragen. Wie kommt denn sowas? Sagen? Sagen? Sorry, ich muss da erstmal den Button finden, wo ich das Mikro wieder anschalte. Ja, ich habe natürlich, das ist noch nicht ganz verstanden, aber eine große Vorstellung habe ich davon schon, was jetzt damit abgeht, was damit gemeint ist. Aber so jetzt detailliert überall für alle ein Beispiel finden, also wäre ja schön. Also nichts sofort, dauert noch. Ja, es wäre schön, wenn man jetzt für alle Eventualitäten halt ein Beispiel hätte. Zum Beispiel, Wahrnehmung oder Input, bewusst und unbewusst. Was ist eine unbewusste Wahrnehmung? Aha, unbewusste Wahrnehmung ist, was ich gesehen habe, aber nicht ausgewertet habe. Nein, was du wahrnimmst, nicht in deiner Fokus der Wahrnehmung. Genau, ich laufe über die Straße, ich nehme die Bäume wahr, aber ich nicht detailliert. Da waren Bäume, aber ich habe nicht hingekriegt, war das jetzt eine Tanne oder war das eine Eiche oder. Ja, du siehst ein Auto und plötzlich, bumm, bist du weg. Das ist unbewusst wahrgenommen? Nee, das ist doch bewusst wahrgenommen. Nein, und unbewusster wahrnehmen, in dem Moment, wenn du einen Instinkt hast, oh, und passt dir plötzlich, guck du herum, hat die Mieplei auch letztes Mal gesagt. Aber das ist doch die unbewusste Wahrnehmung, plötzlich reagiert er mit dem Umgucken und plötzlich sieht, oh, der Ball kommt, dann reagiert er richtig. Aber das ist schon, ja, aber die Auswertung. Der Prozess ist so schnell, Bruchteil von Sekunden. So, tak. Nee, ich habe erstmal keine Frage. Also ich könnte es jetzt nicht eigenständig wiedergeben, aber so wie du es eben erklärt hast, konnte ich folgen. Und für den Herrn Blaugurt noch, wenn du die Leertaste drückst, kannst du die Stummschaltung, solange du die drückst, aufheben. Wenn er wieder loslässt. Ah, cool. Ja, das ist das Einfachste. Hast du das Handbuch gelesen, oder? Nein. Dass man hilft, damit es keine Ablenkung gibt. Deshalb. Okay, wenn keine weiter, dann würde ich zur heutigen eigentlich dazu kommen. Ja, dass sie. So, auch die gehört zu letztem Mal, was ich gesagt habe. Über die Geist, Körper, Geist und Seele. Wir kommen nochmal zu dem Bild. Erkennt euch von letztem Mal? Das heißt, der Formation Einheit besitzt sich auf eine Existenz, kann man auch sagen, eine Existenz generell. Alle Existenz besitzt sich um Beschaffenheit, also die Vorhandensein von Beschaffenheit und Funktionalität. Egal was. Der Beschaffenheit handelt es sich um einen Körper, Aggregatzustand, beziehungsweise das Dasein, die Umrisse, die Volumen. Die Funktionalität ist, womit sie diese Eigenschaft hat. Ein Obst, ein Äpfel, ein Stuhl, ein Tisch. Jeder hat die Funktionalität in sich. Es gibt die Funktionalität, die sich durch Nutzen, dann zeigt sich die Funktionalität allein in Stein. Wenn du nicht sitzt, dann weißt du nicht, ihre Funktion ist, kann man damit sitzen. Also sowohl Körper, Geist und Seele ist beinhaltet Beschaffenheit und Funktionalität. Der Körper hat eine Formation, das heißt, wie die aussehen und Eigenschaft.
Für der Geist ist eine elektromagnetische Schwingung, also eine Bewegung, und selbaktiv. Eine Seele ist eine Komprimierung von elektromagnetischer Komprimierung. Und sie hat eine Abdruckformation. Das heißt, ihr Körper ist wie ein Schallplatten oder ein Buch, die eingeschriebene Buch. Dadurch unterscheidet man grundsätzlich. Materie ist ein Körper. Elektronisch ist ein Geist. Immateriell ist eine Seele. Wenn aber Materie, so Materie. Man kann auch vermengen oder kann man auch verschmelzen. Da gehört immer noch Materie. Aber wenn Materie und Elektronisch zusammen, dann nennt man in dem Moment eine zwielige Formation. Zwielichtige Formation. Wenn aber ein elektronisch, also Geist und die Seele zusammen ist, ist eine Phänomenformation oder ein Element. Letztes Mal hat die Tak-Tak mich gefragt, warum nenne man nicht Materie? Natürlich, es liegt nur daran, Materie und Körper und Geist unterscheiden sich in dem Körper hat ein Körper, hat eine Formation. Und Geist hat aber keinen. In dem Moment, der Körper und Geist wissen eine Dasein und Nicht-Dasein. Körper ist Dasein, also kann man sehen, von der Körper, von der Geist kannst du nicht sehen. Aber beide hat Funktionalität. Dafür, wenn die beide, nennt man zwielichtige Formation. Das heißt, sie kann ein Körper, aber auch nicht ganz Körper. So, wenn sie aber beide keine Körper hat, das heißt Geist und Seele, elektromagnetische, elektronisch und immateriell, die beide hat keine Körper. Und die beide hat aber nur Funktion. Ja. Materie hat Körper, elektronisch, immateriell hat keine Körper. Aber Materie, elektronisch hat Funktion. Diese Funktion einmal von elektronisch, das heißt die treibenden Kraft. Die Funktion von Materie ist wie Auto, Funktion des Auto. Die Funktion des Geistes ist wie Fahrer, wie sie steuern. Dadurch entstehen zwielichtige Formationen, die man erkennt. Ah, wenn der Auto nach vorne rollt, es gibt eine Mischung zwischen Auto, sie kann rollen. Aber um rollen zu können, braucht sie einen Antrieb, einen jemanden, der das steuert. Das heißt, Auto funktioniert nur mit Fahrer. Dabei, Auto kann du sehen, aber Fahrer von außen siehst du nicht. Und jetzt die Phänomenfunktion. Die Phänomenfunktion oder Element besitzt sich um eine nicht zerstörbare Formation oder nicht festgelegte Formation. Luft, Wasser, Feuer, Erde, kann du nicht zerstören. Sie kann ihren Aggregatzustand verändern, mal sichtbar, mal nicht sichtbar, es liegt an deiner Wahrnehmungsfähigkeit. Aber sie sind immer da. Du hast sie nur dann, es gibt keine Lebewesen, die nicht von ihr beinhaltet. Das heißt, nennt man eine Phänomene, Formation oder Grundelement. So, magische Formation, wiederum. Es liegt an den Materie
also körperlich und immateriell. Das sind magische Formationen. Der magische Formation, zum Beispiel eine Amuletten, das du Amulett hat, und zwar eigentlich ist eine Materie, die du geschmelzt hat und geformt hat, der hat eine feste Form. Und dann plötzlich hat du eine bestimmte Information, also lesbare Information. Wie nennt man ein CD, die nur lesen, aber nicht schreiben kann? Es gibt CD, die lesen und schreiben. Und es gibt CD, die nur lesen kann. Das ist die Seele. Okay? Deshalb in der magischen Formation bewirkt, wenn eine Schwingung reingeht, zum Beispiel ich mache den Gedanken, positiven Gedanken, und die kann mich übersetzt, diese Formation, also übersetzt von meinen Gedanken positiv wirken. Oder mein Gedanke ist schlecht, geht da rein, sie verändert weiter durch das Lesen, dann kommt wieder, spiegelt wieder raus eine Positives. Die wir an magischer Formation. Wenn aber Körper, Geist und Seele gleichzeitig existieren, das heißt, wir haben eine Physis, eine Psychis und eine neutrale oder Protokoll beinhaltet, dann nennt man eine Lebewesen. So, bis jetzt, ich frage euch nochmal, ob euch alles soweit verstanden hat. Fangen wir an. Mipai. Also ich erinnere mich, zwielichtige Formation war zum Beispiel Bäume und Pflanzen. Ja. Mit der Ausnahme, dass eine Seele auch einen Baum besetzen kann. Ja. Phänomenformation waren diese vier Elemente. Ja. Wobei das im Grunde genommen Stellvertreter sind für nicht unbedingt jetzt die chemische Reaktion Feuer oder das Element H2O. Mhm. Magische Formationen waren Talismane und allem Amulette. Mhm. Die verfügen über keinen Geist. Nein. Und wenn alle drei Teile vorhanden sind, dann kann man davon sprechen, dass ein Lebewesen vorliegt. Ja. Das sind eben grobe Informationen. Soweit ist okay. Warum haben jetzt Amulette keinen Geist? Weil sie nur Read-Only Memory sind. Also du kannst nur lesen. Okay. Wie ein geschriebenes Buch. Geschriebenes Buch in Materie. Ja. Alles klar, danke. Gut. Bambini? Ja, ich konnte auch gut folgen, danke. Krishna? Ja, so langsam wird's. Also zumindest bis Materie elektronisch immateriell, also Körper, Geist, Seele, das habe ich schon verstanden. Und dann ist es wie ein Baukasten, je nachdem, was sich zusammensetzt. Aber das muss ich immer noch mal wieder hören oder noch mal mit Beispielen. Und dann nach und nach setze ich das. Das ist schon mehr als letzte Mal. Also es wird langsam. Ja. So, bleiben wir denn, John? Keine Fragen weiter. Zielkürte? Mir geht es da so, also einmal so wie Krishna, dass ich denke, okay, also mit der Wiederholung wird es immer klarer. Und es geht mir auch so wie Tak-Tak, dass ich bestimmte Begrifflichkeiten, wie mit Zwielichtige und so weiter, das ist ja erstmal, sagen wir mal, anders für mich bisher besetzt. Und jetzt übersetze ich das eben auf das, was du sagst. Mhm. Okay, Entschuldigung, hast du noch was? Nee, ich hatte jetzt nicht mehr. Okay. Sagen? Okay, ich versuche mal zumindest die ersten vier Positionen. Also die ist immer Beschaffenheit und Funktionalität. Bei Funktionalität haben wir die Eigenschaft, also was derjenige oder die
ja, was die Formation halt kann, also welche Fähigkeiten sie hat. Bei elektrisch-magnetischer Schwingung ist es die Selbstaktivität. Das heißt, die Selbstaktivität. Was ist Selbstaktivität? Das ist Selbstständiges. Ja. Aber ich brauche ein Beispiel. Funktionalität, Eigenschaft, das ist klar. Nein. Und bei wenn die Schwingung noch keine Verkrustung entstanden ist, dann sind sie noch ein Geist. Wenn sie Verkrustung entstanden ist, dann sind sie ein Körper. Mhm. Wenn sie die Verkrustung noch weniger, nur noch Star, unsichtbare Star, wie schwarzen Locken, dann sind sie ein Fahrer, ein Beifahrer, beziehungsweise Seele. Seele. Mhm. Und Abdruckformation ist halt ja, wie eine Schallplatte. Mhm. Mhm. Ja. So, nee, ist interessant. Ja? Ist okay. Ja, ich hab zwei Fragen. Zum einen, eine ganz kurze zu der Formationseinheit. Zu dem oberen Teil, kann eine Beschaffenheit mehrere Funktionalitäten haben? Also so wie ich das verstanden habe, wäre die Beschaffenheit ein Stein und die Funktionalitäten kann zum Beispiel sein, Nüsse knacken oder den auf den Feind an den Kopf schmeißen. Das wären zwei Funktionalitäten. Das sind die Sacke von Körper. Ja. Die kann verschiedene. Zum Beispiel ein Auto, der hat so viel Funktion. Ja. Okay, das habe ich verstanden. Das Zweite ist, ich habe, also mir geht es da auch so, je öfter ich das jetzt höre, desto leichter ist es, da durchzusteigen. Aber bei Seele bin ich immer noch nicht angekommen. Das habe ich noch nicht verstanden, was dieses Read-Only und auch vor allem, da kommen ja noch Fachbegriffe wie Schwingungen dazu. Da kann ich mir noch nichts drunter vorstellen. Aber Körper und Geist habe ich geschnallt. Dann ist es schon sehr gut. Also Auto verstehst du, Fahrer verstehst du. Ja. Und die Beifahrer noch nicht. Genau, ich weiß nicht, wofür es den Beifahrer jetzt wirklich braucht, um ein Lebewesen draus zu machen, sozusagen. Ne? Also bei mir, in meinem Verständnis, reicht Körper und Geist eigentlich schon, um Lebewesen, also um das Lebewesen zu betrachten. Und die Seele hat für mich noch was Künstliches, was quasi obendrauf gestülpt wird. Okay. Da muss ich noch durchsteigen, ja. Okay, dann fangen wir an, damit vielleicht verstehst du. Also. Jetzt siehst du ein neues Bild. Hat euch soweit gesehen? Wie frei kann du bestätigen, neues Bild? Ich bestätige. Gut. Also die Konstrukt von Körper, Geist und Seele. Die gesamte Ding hier von links nach rechts. In der Mitte ist eine Plus, Minus, Null. Beziehungsweise zwielichtige Existenzzone. Der Existenzzone von zwielichter Existenz, das sind, liegt im Bereich plus minus null bis zum ein. Das heißt, Dasein, es geht nur um die körperliche wahrnehmbar. Ja? Dasein ist Beginn von ein plus ein plus bis zum unendlichen Plus. Das heißt, sie kann ein einfacher Aggregatzustand haben, weicher, bisschen härter, bis zum, sagen wir so, Graniten, die ist ziemlich sehr hart. Ich weiß ja nicht, die liegt jetzt zwischen plus ein und plus Unendlichkeit. Bei der Unsichtbarkeit liegt bei dem minus ein bis minus Unendlichkeit, die wir unter schwarzen Loch verstehen. So, von unser Körper hier grundsätzlich, wenn wir von außen betrachtet, die ganz unten, die rote ist die Körper, die Dasein, und der grün ist der Nicht-Dasein. Und die lilanen ist die Seele.
bevor ich das erklärt, erklärt man, dass unser Dasein oder Nicht-Dasein, es geht nur um eine Bewegung, die Leute wissen, minus ein bis zum maximalen minus Unendlichkeit und kehrt sich immer Stück für Stück zurück bis zum Bereich der Dasein. Und immer bis zum maximalen Dasein und zurückkehren. Das sind Funktionen des Existenten. Der Existenz des Körpers unterscheiden sich. Es gibt den Moment Dasein bis zum maximal, also unendlicher Dasein, bis zum unendlicher Nicht-Dasein. Die bewegt sich inzwischen. Ein Beispiel, wenn ein Mensch nur im Bereich der Plus 2 existiert, die Dasein. Also unser Körper ist plus 2, sagen wir so. Oder plus 1. Dann kehrten wir bis zum diesen Punkt an Maximum, dann kehrten wir zurück bis zum minus 1. Zwischen minus 1 und plus 1, beide bildet sich unser Körper, die vorhanden sein müssen. Es kann aber auch unser Dasein, also unser Körper, so groß, aber der Nicht-Dasein ist noch größer beinhaltet. Das heißt, in dem Moment, unser Körper basiert sich immer eine gleichwertig, das heißt, man kann sagen, eine Aggregatzustand von außen hier. Ich rede von außen erstmal. Der zwielichtige Zustand, Existenzzone, das sind, sie kann sowohl da sein, als auch nicht da sein. Die wir uns auch von dem vorherigen Bild unter eine Seele betrachtet. Das ist ein zwielichtiger Dasein. Warte, Moment, Sekunde. Nee. Okay. Eine Sekunde. So, die Unterscheidung zwischen Körper, Geist. Geist ist zwischen Dasein und Nicht-Dasein in dem Bereich. Sie gehört in dem Sinne Dasein, aber so wenig zwischen plus, zwischen 0 zu plus 0. Oder plus minus 0 bis zum 1. Der Zahl, die wir haben in Mathematik, ist, wir haben eine Gänzahl. Aber zwischen 1 und 2 oder 0 zu 1 existiert auch einen Raum oder eine Strecke. Die sogenannten einmal positiv von 0 bis zum 1. Und die 1 ist nur ein Punkt. Der Beginn 1 plus bis zum Unendlichkeit plus. Und 0 existiert in der 1. 1 ist beginnt die Existenz an, überhaupt. Die sich auch weiter zwischen Dasein und Nicht-Dasein. Wenn eine Materie so schwach, so weich, dann unterschied sich dieser Dasein in den Ehrwert. Und der Geist, der kann nur da sein, das sogenannte, die wir unbewusste Wahrnehmung. Alle, was wir unbewusste Wahrnehmung, ist ein zwielichtiger Dasein. Wir können aber auch das zwielichtige Dasein ausweiten, indem sie zu dem Bereich die bewusste Wahrnehmung zugeordnet. Indem wir der zwielige Existenzzone ausbreitet. Der Endstand unser Körper nach innen wiederum, also nach außen, wenn ein Körper dieselbe Wert dasteht, plus minus ein,
an einen Wert von einem Körper, egal was für ein, sagen wir so, Körper von Mensch, dann sagt man, aha, der Mensch existiert zwischen ihr Dasein und Nicht-Dasein von außen, sieht die Form so aus. Und wenn die Form sich nicht so ist, dann ist nicht der Mensch. Dafür kann man die Existenz von Mensch mit anderer Existenz unterscheiden. Das heißt, von außen Dasein und Nicht-Dasein. Ich bin ich, aber ich beschränke sich von außen nur nach meinem Körper. Schreibtisch, Tisch und Stuhl und andere Menschen gehört für mich an Nicht-Ich-Sein. Oder beziehungsweise Nicht-Dasein. Das ist von außen. Was ist passiert von innen? Innen ist der Dasein, ich bin jetzt hier Dasein. Aber der Nicht-Dasein von mir ist der Geist. Der Geist beginnt zwischen plus ein, also Beginn von ein, bis zum Null. In der Bereich zwischen ein und Null und bis zum Null minus, bevor minus ein ist, das sind den Bereich der Geist dastehen. Das heißt, wenn man zurück zu dem Bild, das Sekunde, dass der Geist ist noch aktiv. Aber der Seele ist nicht mehr aktiv. Die geht in Bereich in Minus. Kann man so sagen, der Körper ist in der 1 plus bis zum Unendlichkeit. Der Geist ist eine Zwillingssohn in der unteren 1. Zwischen plus 1 plus und minus 1. Der Seele ist ab minus 1 bis minus Unendlichkeit. Dafür, diese Teilung, sagt man, natürlich ist es Dasein und Nicht-Dasein, kann ja nicht existieren ohne eine zwielige Bereit, die sich immer unterschiedlicher vermehrt. Wenn man den Begriff Yin und Yang sieht, es gibt eine Mischung zwischen Schwarz und Weiß, die eigentlich bezeichnet in Alter an zwielichtiger Existenzzone ist. Da die sich je mehr von Null, dann sind Null plus zu den Ein. Also Null plus irgendetwas bis zum Ein ankommen. Oder Null plus oder Null minus bis zum Ein ankommen. Dann beginnen erstmal minus Ein und plus Ein. Die eigentliche, der plus minus Null ist doch die Ein eigentlich. Nach Mathematik gesehen. Bevor ich weiter nochmal zwischenfrage, versteht euch überhaupt bis jetzt? Bitte um ein bisschen Antworten. Also für mich sieht es so ein bisschen aus wie auf der Achse bei Null. Mhm. Ausgleich auf dem Nullpunkt, also ein Gleichgewicht, da wäre noch alles in Ordnung. Und dann habe ich gesagt, ich bin jetzt mal so ein Spielbereich zu Richtung minus 1 und plus 1. Mhm. So, und alles, was dann zu viel ist, in die eine Richtung oder in die andere, ist dann schon wieder nicht gut. Mhm. Also versuche ich mich immer in der Mitte auszupendeln, Körper, Geist und Seele, so in der Richtung. Das heißt, um überhaupt zum Seele zu gehen, dann muss absolute Dasein absolut nicht mehr haben. Dann beginn bei minus 1 und nicht bei 0. Weil 0 gibt
Null, nicht nur Null, sondern Null plus und Null minus. Also in der Bereich. Und da es das gibt, ist die Null, beziehungsweise die Null plus und die Null minus, eben auch die 1. Ja. Bevor 1 plus beginnt, beginnt mit 1, oder? Bevor minus 1 beginnt, beginnt ab den 1. Und bevor 1 überhaupt beginnen können, existieren können, es gibt 0 plus bis zum 1 und 0 minus bis zum 1 innerhalb des 1. Ich versuche nur den Strich erstmal zu erklären, wie es dazu kommt. Das heißt, alle Dasein, die wir uns so sehen, an Lebewesen, kann nicht existieren, ein Dasein und Nicht-Dasein. Nicht nur das existiert, sondern sie existiert auch eine Zwielichson zwischen Dasein und Nicht-Dasein. Ist es vielleicht auch die Zeit? Ja. Egal, was es ist auch. Also, wenn man in Sayasat sagt, Dasein ist schon was besteht, ist Vergangenheit. Der Gegenwart liegt an plus, minus null bis zum ein. Diesen Rahmen, also ein Bereich. Das sind eine zwielige Existenzzone, beziehungsweise Gegenwart. Ab der Gegenwart ist die Nicht-Dasein, die Nicht-Dasein ist die Vergangenheit und der Dasein ist der Zukunft. Moment, Sekunde. Plus Dasein ist schon existiert, das sind hier die Dasein, die gehen in Richtung Zwielichson, das heißt Gegenwart. Und der Nicht-Dasein ist noch nicht da. Aber kann man vorausberechnen oder versucht man vorausberechnen, dann ist die Zukunft. Das heißt, der Körper ist der Gegenwart, der Vergangenheit. Im Moment, wo der Körper besteht, ist die Vergangenheit. Der Geist ist der Gegenwart. Deshalb die Aktion und Reaktion ist Gegenwart. Der Seele ist der Zukunft. Wo das hinführt. Das sind ein Modell. Andere Modell sagt, in dem Moment, wo du lebst, ist dein Dasein. Wenn du tot, es gibt einen zwielichen Sohn, die zwischen Tod und Leben. Nach medizinischer nenne man Klinik tot, aber du bist noch da. Also noch nicht vollständig tot. Erst wenn deine ganze Körper alle weg ist, nicht mehr da ist, dann bist du, beginn du erstmal nicht da sein. Da hier dieses Zwischending ist der Geist. Aber wenn du weggehst, die ganz, nicht mehr Körper, nicht mehr Geist, dann bist du eine Seele. Tiefgehenden. So, und jetzt stelle ich mir die Frage, bis jetzt hat euch verstanden? Mipai? Du musst nicht verstehen, sondern sag, was du denkst. Reicht mir auch. Eigentlich, das Konstrukt von Körper, Geist und Seele ist eigentlich, wenn ich es richtig sehe, eine Landkarte, die man auf verschiedene Bereiche drauflegen kann. Ja. Also während des Erklärens hatte ich jetzt so ein bisschen im Kopf so Quantenphysik, so Quanten-String-Theorie-Zeug, so mit Schwingungen und so weiter, aus denen dann Materie entsteht oder eben nicht Materie. Also vielleicht, ich bin jetzt kein Physiker, aber sowas wie Antimaterie. Aber wenn du das jetzt erklärst, scheint mir das eher eine, also wiederum eine Landkarte für so spirituelle Lehren auch zu sein. Also was die eigentlich,
im Hintergrund haben. Stimmt das so, ja, oder bin ich auf Bahnhof? Nein, das sind alles, das basiert auf die Existenz. Es geht nur um Existenz. Was existiert? Und dann versucht, verschiedene Auseinandersetzungen zu machen, indem man sagt, Vergangenheit, Gegenwart und die Zukunft. Und wir sind da. In dem Moment, wo wir da sind, sagen wir so in ein Plus. Plus I. Wir können auch von der Plus-Unendlichkeit zurückgehen oder von der Plus-Minus Null zu Plus I kommen. Da kann man beide Richtungen. Daher taucht auch die Frage, ist dein Leben Beginn mit dem Geburt oder Beginn mit dem Tod? Frage? Ja. Ist, also mal angenommen, es wäre eine Schwingung, die hin und her schwingt. Mhm. Wenn zum Beispiel der Wert des Daseins 15 ist, muss dann ein gleich großer Wert des Nicht-Daseins irgendwo vorhanden sein, dass das irgendwie ausgleicht? Ja. Das heißt, die Entwicklung von der Seele, die entwickeln durch das Dasein. Wenn du einmal Mensch, wie groß ist der Mensch in positiven Existenzen, dann wirst du beim Sterben genauso dahin existieren. Ein Beispiel, du weißt, jemanden zu töten ist nicht gut, oder? Sagt man so. Ja, deswegen kannst du ja niemanden töten, weil du möchtest nur gut tun und nicht gut tun. Eine Bankräuber, der weiß ganz genau, der Schuldbewusst, der Gegenteil davon, das wusste man. Aber nimmt man es wahr, dann tut man es nicht. Nimmt man es nicht wahr, dann tut man. Unser Leben, solange die Frage gestellt, solange dass du den Punkt nicht erreichst, an menschlicher Dasein, an Körperdasein, wenn du die Frage noch nicht gelöst, dann kann du ja nichts um Seele, die nicht da sein. Den gleichen Streck haben. Und da offensichtlich, wir sind nicht in irgendeinem Wert, also nur ein Mensch. Dafür, der Mensch ist nur eine Durchgangsstation. Die Wirklichkeit der maximalen Unendlichkeit, was das ist, das wissen wir noch nicht. Aber wenn wir zurückgehen, zum maximalen nicht wirklich, maximale Unendlichkeit, dann wissen wir auch, so ist das Existenz. In dem Moment kehrt du wieder zurück, weil deine Funktion, deine Eigenschaft ist Wechsel zwischen Dasein und Nicht-Dasein. Dafür ist auch nicht verkehrt, wenn man sagt, du wirst wieder geboren. Aber die Frage nur, wann? Und auch wenn du schlau alles weißt, automatisch kehrt du zurück. Oder du manipulierst dich, in dem Nicht-Dasein bereit zu bleiben, indem du inaktiv bleibst. Und wenn du die Frage hast, dann bleibst du im Bereich die Aktive. Und immer mehr, immer mehr. Wie im Leben. Ist so ein bisschen das, wo bei manchen Religionen dieses Loslassen von materiellen Dingen herkommt, oder? Mhm. Dieses Modell ist entsteht, wie man die Körper, Geist und Seele behandelt. Der Nicht-Dasein, die existiert ja gar nicht. Also der ist inaktiv. Der inaktiv, dann ist er nur eine Spur von Aktivität übrig geblieben. Oder nicht? Wie ein Schallplatten.
Wenn eine Abdruck steht, dann ist Schallplatt fertig und dann bleibt es so. Nur, der Schallplatt ist nicht die Existenz. Die Existenz, die kehrt nochmal wieder zurück, weil sie am Ende die Maximum. Normalerweise löscht es weg. Aber um alle wegzulöschen, dann beginnt mit dem Dasein zu sein. Weniger inaktiv, immer bis zum Nullpunkt und steigt die aktiv. Und der Punkt der zwischen Umwandlung ist zwischen Dasein und Nicht-Dasein. Und wenn wir uns da gucken, dann sehen wir unten auch, dass der Nerven, der Geist, was sie alle tun. Sie nehmen es wahr, registriert, und dann kommen irgendwie zum ein Gedächtnis. Und dieses Gedächtnis ist das D. Und dieses Gedächtnis ist nur Ausschreiben. Das heißt, zuletzt, was du geschrieben hast, ist das, was du bist. Die Aktivität beendet die letzte Speicherung plus minus D. Wenn die umgewandelt, dann hast du D. Wenn deine Körper die Frage noch A hat oder neue Aktivität, dann schreib du mir. Das ist nur ein Gedächtnis, nur ein Protokollführer. Man kann auch sagen, eine Nervenfunktion ist besteht aus zwischen Speicher und Arbeitsresident. Und der Gedächtnisspeicher ist eigentlich die Seele. Aber nur dann, in dem Moment, wo du diese nicht aktualisieren kannst, nicht mehr. Die Seele bildet sich in dem Moment, wo der Arbeitsresident nicht mehr abrufen, die D. Dann bleibt die D so wie es ist, erhalten. Soweit hast du verstanden? Moment, das heißt, die Seele kann sich wandeln, indem sie durch das, also durch den Lebensverlauf, den Input ja. von links geschrieben wird. Ja. Wie eine CD, die gerade gebrannt wird. Ja. In dem Moment, wo der Laser, der die CD brennt, aufhört, das ist in dem Fall die Arbeitsresidenz, ja. bleibt das alles so stehen und liegen und das Gedächtnis quasi, also ist fertig geschrieben. Ja. Oh. So, Kiste. Bisschen konfus, wa? Naja, so langsam wird. Ich glaube, das liegt auch, jeder hat so eine andere Übersetzung, ob jetzt mit Computer oder irgendwie so, man muss sich da Wörter für diese, diese Buchstaben und Zahlen, Zahlen eher nicht, aber Wörter suchen oder Beispiele mit Fahrer, Beifahrer und so, dann kann man das einigermaßen einordnen. Mhm. Lass es erstmal so stehen. Okay. Bambini? Ich bin noch so ein bisschen verwirrt von diesem Wert sozusagen, den, also es wurde gerade eigentlich nur als Beispiel genannt, aber ich bin ein bisschen dran hängen geblieben. Wenn jetzt dieses, der Körper, sagen wir 15 oder irgendwie sowas war das, ist das dann, hat er dann bei 1 gestartet und ist das quasi so von Leben zu Leben, 1, 2, 3, 4, 5 zu 15 geklettert? Ja. Okay. Das heißt, das ist dann auch ein Punkt. Nur, in dem Moment, wenn du, sag mal so, da sei in den 15 ist, die Frage, die nächste, ob du 15 minus zu 14 oder 15 zu 16,
Das kann beide, oder? Ich habe jetzt schon mal gesagt, von 1 bis 10 hat die 1 dein auch gefunden. Ist das Unterschied, kein Unterschied, ob man von 1 bis 10 zählen oder von 10 bis 1 zählen? Bleibt es direkt die gleiche. Ja. Das heißt also irgendwie wie so ein Flummi, der in einem Kasten rumspringt quasi. Ja. Dann ist er mal hier, mal da. Ja. Vergleich mal, wenn deine Existenz wie ein Sandkorn wäre, nach dem Tod, sagen wir so, deine Seele wie ein Sandkorn, schmeiß du dieses Sandkorn in eines dran und versuch mal zu finden. Ist nicht einfach, oder? Ja, unmöglich, würde ich sagen. Ja. Nur wenn ein Mechanismus, bestimmter Mechanismus da ist, dann funktioniert das. Ah, das heißt, das wäre dann wie ein Magnet, der das genau eine wieder rauszieht. Ja. Das ist nicht. Okay. Ja, es wird auf jeden Fall von Moment zu Moment klarer, aber es geht noch. Okay, dauert noch. Ja. Bleiben wir nicht, John? Ja, soweit klar, aber ich wollte noch mal zwielichtige Existenzzone oder zwielichtige Existenz, weil das ja im Deutschen übersetzt oft ein negativer Begriff ist, eine zwielichtige Person. Und ja. Da wollte ich hier noch mal anmerken, das ist damit nicht gemeint. Eher geht es in die Richtung, wenn man so im Englischen sagt, die Twilight Zone. Oder Twilight sowas. Zone, ja. Also eine Zone, die sich zwischen zwei, wie hier beschrieben, Dasein und Nicht-Dasein eigentlich verwischt, nicht genau auszumachen ist. Das ist das, was du meinst, richtig? Ja. Okay, und das Zweite, die Unendlichkeit des Daseins. Ich nehme an, hier ist die Unendlichkeit der Möglichkeiten der Ausdehnung gemeint und das Dasein an sich endet ja irgendwann. Mhm. Oder ist Dasein unendlich? Wir können auch in dieses Leben aussehen. Mhm. Irgendwann mal unser Körper auf Maximum da sein. Und dann baut man ab. Mhm. Stimmt? Ja, ja, genau. Das meint man damit. Okay. Danke dir für die. Ich habe keine andere Übersetzung. Schattenexistenz? Ja. Oder was haben wir damals? Grauzone. Dualität. Das ist auch wieder so ein scheiß negativ behafteter Begriff. Irgendwie. Dann mach mal vielleicht Frau Schildkröte. Was meinst du? Ja, also mit der Dualität, das gefällt mir schon ganz gut. Ich habe nochmal generell zu dieser, die hat mich am Anfang etwas verwirrt, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also von der Struktur, vom Aufbau. Weil, sagen wir mal, in der Mathematik geht man ja von minus unendlich, was links steht, nach plus unendlich, was rechts steht. Das ist hier ja verdreht worden. Ja. Dann weiß ich nicht, also auf der horizontalen habe ich ja, also auf der X-Achse habe ich also jetzt also von plus unendlich bis minus unendlich. Was ist denn jetzt auf der vertikalen, also auf der Y-Achse eigentlich abgetragen, weil ja da auch diese Dreiecke entstehen? Das verstehe ich nicht. Diese hat mit der Mathematik nichts zu tun. Okay. Theoretisch. Ja, weil es ja, aber es Nein. ist ja, es wird ja größer zu den, also zur Unendlichkeit. Also was bedeutet dieses, was, es wird größer? Das heißt, dass man bislang noch nicht feststellen kann, was die Unendlichkeit bedeutet. Die Dasein, unendliche Dasein, ich weiß selber nicht. Mhm. Und unendliche Nicht-Dasein, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall, man fragt, wie groß ist das Universum? Das ja, hat ja keine Antwort. Ja. Und deshalb, man belastet das nicht so sehr Mathematik, sondern nur Begrifferklärung, Symbolerklärung, weiter nicht. Ja, aber ich verstehe immer noch nicht, warum das dann, wenn ich also in Richtung des Nullpunkts komme, warum das da spitz zuläuft. Also ja, was bedeutet das?
der Nicht-Dasein und Dasein. Ja. In dem Moment, die trifft sich in der Mitte, die Null, die zwischen Nullpunkt ist. Das ist weder Dasein noch Nicht-Dasein. Sondern der Geist kann du nur unbewusster wahrnehmen. Im Begriff der Geist. Das ja, trifft also auch ich hab, bei Jan zu, dass man Nicht-Dasein auseinandersetzt, an Geist bezeichnet. Womit ich, glaube ich, eine Schwierigkeit habe, ist, dass hier Flächen entstehen, ne, die zur Unendlichkeit größer werden. Für meine Begriffe ist es eher ein Zahlenstrahl, also ohne Fläche. Das ist nur, wie gesagt, was ich jetzt male, ist es nur eine Erklärungshilfe, weiter nicht. Mhm. Ja, weil ich das mathematisch angehe und das ist, ist nicht ja, eine mathematische Darstellung. Mathematik, wir haben auch eine Regel festgesetzt. Wir haben die Regel 1 plus, 1 minus, 1 mal, 1 dividiert. Das sind die Regeln. Aber hier ist, existiert, wenn du genau guckst, ist keine Regel. Naja. Der unterliegt nicht mathematische Regel. Ja, also diese Flächen haben dann dementsprechend auch keine Bedeutung. Es ist eigentlich, es geht in die Richtung. Ja, okay. Ja. So, tak, tak. Ja, es ist, wird so langsam, kommen so ganz kleine Puzzlestücke dazu, aber ich bin nach wie vor überfordert oder habe Verständnisschwierigkeiten mit der Seele. Mhm. Was, ich kann mir da wirklich gar nichts drunter vorstellen. Seele ist im Bereich der Nicht-Dasein. Also, sagen wir so, inaktive Existenz. In dem du existierst an nichts. Und der Nichts, man kann bis heute nicht feststellen, was ist ein schwarzes Loch ist. Ob ein schwarzes Loch ist, eine absolute Nichts ist. Oder liegt nur daran, weil sie die keine Reflexion von der Licht hat. Ja, also das mit dem auf der rechten Seite das Nicht-Dasein, das habe ich, glaube ich, so grob schon gecheckt. Aber was das jetzt mit der Seele halt tut, also ne, die Seele, Begriff, der kommt bei mir nirgendwo mit rein. Existiert in dem Bereich Nicht-Dasein. Aber Geist ja. Der Geistig ist zwischen sowohl als auch. Die liegt in Zwischen. Okay. Der Nullpunkt ist eine Schmelzung zwischen Dasein und Nicht-Dasein. Also Geist ist zwar auch immateriell, das hatten wir auf der Grafik vorher, aber er gehört auch trotzdem nicht dadurch zum Nicht-Dasein, dass er immateriell ist. Okay, das muss ich. Ja. Okay, das hat für mich nämlich vorher so, hab ich gedacht, na gut, wenn der Geist immateriell ist, dann gehört der auch hier in der Grafik auf die rechte Seite. Aber das, wie du es mit den Zeiten erklärt hast, da konnte ich mir so ein bisschen mehr darunter vorstellen, auch wenn ich da jetzt den, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, das konnte ich verstehen, aber wie das dann jetzt mit Heilkunde in dem Sinne sich zurückrechnen lässt, da bin ich dann wieder weggebrochen. Ja, das sind die Basis. Sind wir noch nicht beim Unterricht richtig, sondern erstmal Grundbasis. Ja. Also für mich ist auch okay, dass ich mir jetzt noch ein bisschen weiter anhören will. Ich muss mich da jetzt nicht drauf festbeißen. Es ist auch okay für mich, dass ich jetzt gerade nicht verstehe. Vielleicht kommt das dann Stück für Stück auch, wenn so kleine Wissensinseln sich bilden und ich dann irgendwann verknüpfen kann. Sagen? Kann man vielseitig betrachten und wird man natürlich immer wieder auch bewerten. Und wenn man das bewertet, dann kommt man in den Kreis. Also weil man, ich kann das noch nicht irgendwie, ich weiß noch nicht, für warum es so ist oder für was es gut ist, dass es so ist. Aber es kann ja natürlich die Existenz kommt von Nicht-Dasein zu Existenz. Und dann wieder von Existenz
zu Nicht-Dasein. Also ist ja auch, kann man auch als Kreis sehen. Mhm. Aber also Nicht-Dasein und Nicht-Dasein ist ein Zeichen von Yin und Yang, die man gemalt hat. Mhm, das ist auch vergleichbar. Aber nur hat sie irgendwann mal nicht mehr so erklärt, sondern nur gut und böse. Und ich mache mir das so als Metapher, also Körper kann ja leben ohne Geist. Ja. Also Geist ist Wissen und die Fähigkeit zu handeln. Also der Geist steuert den Körper. Ja. Und die Seele hat aber nicht damit zu tun. Mhm. Die ist nur, die dokumentiert halt. Ja. Natürlich ist es schwer, in einer realen Situation die Dinge voneinander zu trennen. Aber darum geht es, glaube ich, auch nicht. Sondern nur um zu verstehen, als Grundlage. Ja. Solange der alles, was existiert ist, existiert nur durch Aktivitäten. Und aber auch durch Nicht-Aktivitäten, also Inaktivitäten. Beide existiert gleichzeitig. Und damit unterscheidet man der zwei Formen zwischen existent und nicht existent. So, in dem Moment befassen wir uns in der Heilungsbereich, sag mal, ein Dasein ist eine physische Heilung, die wir das machen. Das heißt, die Ursache, die wir suchen, sucht man zwischen Dasein und Nicht-Dasein. Während die bei Körper handelt sich um Dasein, also die Funktionsstörung bei dem Körper ist, in welchem Bereich sie stattgefunden. Und gleichzeitig die Einfluss auf dieses zwielige Sohn. Also, Sekunde. Die wir uns selber so sehen, dass wenn ein Gedächtnisproblem hat, sagen wir so, dass man nicht mehr erinnern kann, dass man nicht mehr weiß, woran liegt das? Liegt das Gedächtnisproblem, also Gedächtnisschwund, liegt an, denn die Daten, entweder die Daten nicht mehr zugreifen können, die gespeicherten Daten, oder sie nicht mehr aktualisiert oder gelöscht werden, nicht mehr aufgenommen. Der gespeicherte Daten kann nur, sie speichert nicht, indem sie aufbewahren, sondern sie versteht, sie stehen die Verknüpfung miteinander. Und das ist auch wichtig, die Bestandteil in dem Gedächtnis, es steht, du kannst D1 plus D2 machen. Sie sucht sich selbst. Das heißt, wenn man vergleichen würde, du schickst Strom 10 Ampere rein. Und durch verschiedene Gänge kommt wieder raus. Ergibt sich auch diese unterschiedlichen Wege ein unterschiedlicher Widerstand, die einen bestimmten Wert ergibt. Und dieser Wert, die unterschiedliche ergibt, da gibt ein Signal, die sogenannte Reflexionssignal, an Reisformation. Und diese Reisformation steuert ja deinen Körper an Output. Wenn du aber nicht mehr wahrnehmen kannst, zum Beispiel nicht sehen können, nicht hören können, hat du ja der Input minder Qualität. Dadurch könnte ja auch der Gedächtnis nicht vervollständigen. Die Aktion, Dynamikmuster. Das sind das Problem, die man so sagt, aha, warum so?
vorhin nach der Mifrei gefragt, die Existenz würde bedroht. Sie empfinden das. Sie hat diese Zuordnung. Du brauchst nur einfach, egal was, wenn du einen Menschen siehst, die in irgendwo in der Welt getötet wurden, du siehst, wenn du auf dich identifizierst, also auf dich eine Verknüpfung machst, dann empfindest du entweder Mitleid für den oder möchtest du die Rache für den nehmen oder egal was auch immer. Dann hast du eine Reaktion, eine Output. Wäre du aber ein Betrachter, dann sagt, es ist möglich, dass der Menschen andere Menschen umbringt. Auf verschiedene Gründe. Das sind Wissen. Okay? Das Erlebnis meistens durch Glauben und die Erfahrung ist durch Wissen, indem sie Aktion und Reaktion enthält. Wenn man sagt, Gott ist für dich da, in dem Moment ist, der ist für dich da. Welche Reaktion, die du gibst, entweder du beruhigen, wenn du in Krisenfall, oder du dankst dafür an den. Dankbarkeit. Das sind Reaktionen. Automatiken sagt, wenn du Gott brauchst, hast du ein. Wenn du nicht brauchst, hast du kein. Das ist ein Toleranz. In dem Moment sowohl und als auch. Das heißt, es ist, beide ist eine Wurst. Die Existenz, der Gott, es gibt. Nur wenn du möchtest, dass sie haben, dann ist sie da. Wenn du nicht siehst, dann ist sie nicht da. Wenn du nicht überzeugt, dann bist du nur ein Betrachter. Und in dem Moment, dann wird du tolerant gegenüber die anderen glauben. Sie kann glauben, wie sie wollen. Sie kann Magie machen, wie sie wollen. Wenn sie daran glaubt, dann funktioniert das. Ich glaube es nicht, dann funktioniert das bei mir nicht. Hat man immer früher gesagt, wenn eine magisches Buch macht, du brauchst dich nur so umdrehen und dann die Magier nicht angucken, dann passiert bei dir gar nicht. Das sind der Wissensspeicher, die Datenzuordnung. Das heißt, wie nimmst du es an? An was du wahrgenommen hast? Nimm du einen Angriff, dann konntest du. Dann reagierst du. Wenn du annimmst, oh, das ist ein normaler Alltag, dann reagierst du gar nicht. Nur zuhören und speichert, fertig. So. Ich hoffe, habe ich alles gefragt. Soweit.